Willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Wir haben Laserbatterien gefunden. Laser. Für ein Lasergewehr. Und ich hoffe, dass wir das auch noch baldigst finden. Persönlich weiß ich aber nicht, wo wir gerade sind, ob wir richtig sind. Ich habe aber einmal nachgeschaut, ob es ein Fehler ist, dass wir nicht angezeigt bekommen, dass wir das PDA gelesen haben und keinen weiteren Questpfeil, und das ist normal. Und ich habe dann auch nicht weitergelesen, ich habe nur gelesen, dass man in die Kanalisation gehen soll. Einfach so. Aber nicht in welche und ob das eine große Kanalisation ist oder ob es dort Unterschiede gibt. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht raus. Ich dachte, das wäre eine normale Tür. Ich sollte mehr lesen, bevor ich anklicke. Naja, so kann es gehen. Oh. Na, na, na. Ich komme nicht mehr zurück. Im falschen Teil der Stadt, Laowai. Verschwinde. Ja, ich glaube auch. Ja, verlassen. So. Ende. Wir gehen auch schon wieder. Nein, ich geh doch! Lass mich! Leute, wie soll ich denn da rauskommen? Jetzt mal. Hier mal unter uns, ne? Unter uns Freunden. Wie soll ich denn da rauskommen, wenn ich plötzlich hinter euch stehe und rausrennen möchte? Müsste mich auch rauslassen. Gehe ich halt nicht da raus. Mir auch egal. Gehe ich halt weiter bei euch rein. Oh Gott, ich bin schon wieder hier. Okay, dann versuchen wir einfach mal das hier aufzuhacken. Vielleicht funktioniert es ja, ohne dass wir über den Haufen geschossen werden. Und dann... Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Ich bin unterwegs. Zeig dich. Ja, ich bin noch dabei. Lass mich doch mal einfach mal in Ruhe. Zugriff gewährt. Ihr könnt aber auch schießwütig sein, Leute. Ich meine, es sind Bösewichte. Ich werde sie sicherlich irgendwann einmal auch über den Haufen ballern müssen. Ich könnte ja auch mit dem diese Treppe runtergehen. Wir hacken das mal kurz, Stufe 4. Vermutlich ist das der Weg. Wer hacken kann, geht hier den sicheren Weg einfach entlang hinunter. Wer nicht hacken kann, muss sich durch die Gegend ballern. So schätze ich das einfach mal ein. Das können wir alles ignorieren dort unten. Zugriff gewährt. Und sind durch. Hallo, liebe Tür. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Schauen wir mal, dort unten sind ganz viele Soldaten. Dort ist ein Tastenfeld. Also Soldaten sind es ja nicht, diese Harvester. Hier ist wieder eine Tür. Da waren wir auch schon. Da liegt eine Leiche. So schätze ich mal. Ich glaube nicht, dass er sich dort zum Schlafen hingelegt hat. So. Zugriff gewährt. Und da sind wir auch schon durch. Ach, hier sind wir. Ja, ja. Oh. Oh. Gott, wie viele verschiedene Gänge es hier gibt. Ich muss, soweit ich das richtig sehe, weiter nach unten. War ich hier hinten jetzt schon? Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Nee, hier war ich noch nicht. Der hat Taifun-Munition. Aha. Was bist du nur für ein Glückspilz, BK?
Obwohl du es beim letzten Mal total versaut hast, soll ich dir noch eine Chance geben. Keine Weiber diesmal. Deshalb denkt der Boss wohl, dass du es hinkriegst. Der Job steigt in Upper Hangsha. Name des Kunden, tralala. Er bezahlt mit Ware, nicht Cash. Wenn du das Zeug hast, verstau es in der Waffenkammer. Der Zugangscode ist das Jahr des Kaninchens. So, guck mal, was hier hinter ist. Eine Wand, die ich aufmachen kann. Oh, und ein PDA. Zeng, ihr Login ist L-Zeng. Ihr Passwort ist Tracks. Igebe. So viele Wege hier. So viele verschiedene Wege. Hier geht es auch wieder runter. Hier ist auch noch eine Wand, die ich aufbrechen könnte, wenn ich gerade zufällig Energie hätte. Allerdings, ich dachte, dass ich dann einfach hier irgendwo rauskomme, aber nein. Oh, was haben wir hier? Ein Bier. Tja, haben wir hier noch was? Ach, da will ich rauskommen. Was haben wir denn hier Schönes? Präzisionsgewehrmunition. Das wäre eine tolle Waffe. Nimm, nimm. Slyne stole my bike. Schick, schick. Und das hier scheint irgendwie das Lager von denen zu sein. Mal gucken, ob wir hier vielleicht was Schönes finden. Ich glaube immer mehr, dass wir falsch sind. Dass wir hier einfach ein Harvester-Lager ausräumen. Und die hier irgendwie was herstellen. Und hier ist noch ein Safe. Und naja, komm. Gucken wir uns den Safe einfach mal an. Der ist Stufe 5. Ach, das ist das Waffenlager. Ach ja. Ja. Ich muss eh in beide Richtungen. Gleich erkannt. Das ist natürlich super. Heftig, heftig. Zugriff gewährt. Knapp, knapp. Elektroschockpfeile, Lasergewehrbatterie und ein Kühlsystem. Das ich aber noch nicht brauche, denn ich habe kein Lasergewehr. Und für unsere... hier für das, für Sturmgewehr, haben wir das schon. Aber wir nehmen das einfach mal mit. Ich glaube, das dürfte an Platz reichen. Ja. Vielleicht finden wir ja das Lasergewehr demnächst. Generische Pharmazeutika aus Indonesien. Das kennen wir, glaube ich, schon. Was? Quan haben den Belltower-Agenten obduziert, den wir letzte Woche im Shoreng Palace gefunden haben. War komplett mit total krasse Augs vollgestopft. Jede Menge Zeug, das wir noch nie gesehen haben. Gibt nicht mal einen Herstellernamen oder eine Seriennummer auf den Dinger. Hat ein Augenimplantat, das wir noch nicht mal aktiviert kriegen. Kannst du einem alten Freund helfen? Wow, kannst gar nicht erwarten, das Zeug zu sehen. Ich glaube allerdings nicht, dass ich dir helfen kann. Müssten es wahrscheinlich Zeng schicken. Der Kram übersteigt, glaube ich, meine Fähigkeiten. Ist heutzutage so gut wie unmöglich, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wai Min. Ich habe hier ein Brustimplantat mit einer seltsamen Seriennummer. Keine Ahnung, was ich dafür verlangen kann. Kannst du mir vielleicht helfen? Ist ein spätes Agaki-Modell Seriennummer sowieso. Die Teile stammen noch aus der Zeit vor der Standardisierung. Sind aber gut gemacht, wertvoll. Mindestens 4000 Credits. Beteiligst du mich am Gewinn? Vielen Dank. Ah, die handeln hier also mit Augmenten. Die sie anderen Leuten einfach abnehmen. Das haben wir aber gehört, als wir das erste Mal in... Hangsha waren vor dem Hive, da wurden andere Touristen ja gewarnt vor den Leuten hier, dass die gerne einfach mal augmentierte Leute überfallen und dann ihnen die Augmente rausschneiden. Zugriff gewährt. Aufregend davon. Tong, ich hätte da was Interessantes für Sie. Abgesehen von den üblichen asiatischen Augs haben die Jungs von BT auch noch
eine echte Schönheit liegen lassen. Ein Serif-Arm mit modifizierten Kampfchassis. Dieser kleine Bastard verwendet Mikroladungen, um die Schrapnelle zu verschießen. Sogar das Rückstoßproblem wurde gelöst. Das müssen Sie sich unbedingt mal ansehen. Okay, ich werde es mir ansehen. Ich will, dass der Arm einsatzbereit ist. Der hat lange genug rumgelegen. Hey Kleiner, hab hier einen Steiner Hempel Obturator Dreiviertel Beinaugmentierung. Perfekter Zustand, bis auf einen kleinen Orbitalhaares. Irgendeine Idee, wie man ihn reparieren könnte? Meine Fresse, wo hast du das Ding her? Von einem Spitzensportler? Ich kann's reparieren, aber dazu bräuchten wir einen Mikronen-Plasma-Bomber. Junji arbeitet in einem Laden, in dem es einen gibt. Versuch mal, ihn dir auszuborgen. Ja, das kennen wir auch schon. Schück, schück. Die Welt. So, aber wenn wir jetzt hier waren, nach unten könnten wir noch. Gucken wir erstmal hier hinten nach unten. Die Wand muss ich jetzt da nicht einreißen. Dafür reißen wir die ein. Niemand! Alter, 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 Alter. Ich glaube, ich bin tot. Der Typ mit dem Sturmgewehr war zu viel durch die Schweißermaske. Ich sollte dann wohl doch erstmal mit der Pistole diese Leute ausschalten. Och nö, Leute. Das hatten wir doch schon. Ich klicke die E-Mails ja noch einfach durch. Also ich werde sie jetzt nicht nochmal alle lesen, sondern ich klicke sie nur an, damit wir sie in unserem Speicher haben. Ja, ja. Zugriff gewinnt. So. Verbindung trennen. Auf Wiedersehen. Kann ich das mitnehmen? Natürlich nicht. Wo geht's lang? Da. Wie bitte? Wir können ja auch einfach mal den anderen Weg lang gehen. Wir müssen ja nicht... Zum Beispiel kann ich auch mal hier lang gehen. Wir haben ja das eine Mal schon ein Praxiskit in so einem Fahrstuhlschacht gefunden. Und vielleicht finden wir auch hier wieder was Tolles. So ein Lasergewehr oder so. Ja, sieht nicht danach aus. Und ganz unten ist diesmal leider auch nichts. Schade. Naja, was soll es? Achso, falsche Seite. Dann haben wir noch diesen Weg. Ich könnte durch die Tür gehen oder hier lang. Gehen wir mal durch die Tür. Hier könnte ich wieder durch die Wand brechen. Hier auch wieder. Und da auch. Oh Gott. Oh, ja, stimmt. Ich sollte natürlich, wenn ich Energie auflade, nicht die dafür verbrauchen. So. Na, wo steht ihr, Jungs? Da steht einer. Den können wir ja mal schnell ausschalten. Ah, da kommt er ja, unser lustiger Freund mit der Haube. Fall um. So, der Rest hat keine Hauben an, deswegen können wir die so ausschalten. Einer steht da hinten noch. Zwei sogar. Ach nee, es ist irgendwas anderes. Doch, sollen. Das sind welche von denen. Ich bin hier irgendwie schon am Ziel der Hauptmission. Ups.
Das wollte ich gar nicht. Na egal. Du standest schlecht, Junge. Ja, komm raus. Ja, komm doch mal raus. Das war dumm. So, das lief doch. Wie geschmiert. Ja, geh raus. Ich möchte mal ganz kurz mein Inventar angucken. Was über das... Ach ja, dieses... Kühlsystem hier. Noch ein PDA. Sir, Ihr neuer Computerpasswort lautet. Was hast du denn? Ein Standardgewehr. Na, gib. Davon haben wir nämlich auch einiges verbraucht. Eine Maschinenpistole. Ein PDA. Hey Alter, hast du schon das neue Schloss für den Safe? Je schneller du sein wirst, desto besser. Ich will nicht, dass irgendein Wichser mit unserer Pensionskasse abhaut. Tau. Längst erledigt, Tau. Ich habe das neue Schloss eingebaut. Der neue Code lautet, ist mir egal. Oh Gott. Okay, das ist dieses... Wir bauen erst einmal den Leuten hier alles aus. Oh, da liegt sogar ein Leichen... Sag, oh Gott, wie sieht das denn hier aus? Aber was Interessantes, Schmerzmittel. Ja, die brauchen sie auch. Blutkonserven, ein E-Book. Und ich würde sagen, das gucken wir uns hier alles nochmal genauer an in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.